Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar möchte ich euch heute mal was vorstellen, was ich mir, beziehungsweise was mir in letzter Zeit immer öfters bei Instagram vorgeschlagen wurde und was hier in Deutschland zu einem, ja, doch relativ hohen Preis verkauft wird. Und zwar geht es um einen sogenannten Wickelrucksack, der eine spezielle Funktion hat, die ich euch aber gleich im Laufe des Videos mal näher vorstellen möchte. Dieser Rucksack wurde mir bei Instagram, wie gesagt, immer mal wieder vorgeschlagen als Werbung und sollte in Deutschland zwischen 40 und 50 Euro kosten. Aber ich habe diesen Rucksack mir jetzt bei AliExpress bestellt und da hatte tatsächlich der gleiche Rucksack nur um die 20 Euro inklusive Versand gekostet. Und ich dachte mir, für ein Video ist das doch mal eine ganz nützliche oder lustige Sache. Bestelle ich mir doch mal einen. Der Rucksack kam im Endeffekt jetzt innerhalb von, ich glaube, 10 Tagen bei mir an. Das ist eigentlich für AliExpress eine relativ gute Zeit. Ja, und in diesem Video packen wir den jetzt mal zusammen aus und schauen mal an, ob der Rucksack wirklich das kann, was in Anführungsstrichen die Werbung verspricht. Den Rucksack selbst gibt es in vielen verschiedenen Farben auf AliExpress. Insgesamt sind es um die, glaube ich, 20 verschiedene Farben oder halt Pakete, die quasi verkauft werden. Und ich habe mir den jetzt neutral in Grau bestellt, aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Wir backen das gute Stück jetzt hier einmal aus. So, und jetzt liegt er auch schon vor uns. You are my sunshine, young fashion backpack. Ob das wirklich die Marke ist oder einfach nur aufgenäht, keine Ahnung. Das ist bei AliExpress immer etwas schwer herauszufinden. Ich kann zumindest jetzt im ersten Moment schon mal sagen, dass der Rucksack Gott sei Dank nicht so diesen typischen Chemiegeruch hat, sondern eigentlich, dass der Rucksack so riecht, wie bei uns, wenn man sich beispielsweise bei Karstadt einen kauft oder halt im Laden. Also alles völlig okay. Wir haben hier hinten einmal die Trageriemen. Die sind jetzt nicht speziell gepolstert, also die haben jetzt keine sonderbare Polsterung drinnen, aber sind trotzdem doppelt gefasst. Das heißt, ich denke mal, die sind relativ, ja, angenehm zu tragen, obwohl das Ganze hier schon etwas steif wirkt. Aber ich glaube, wenn man die öfters mal bewegt, dann wird das auch hier etwas weicher und lässt sich dann relativ angenehm tragen. Hier unten hat man dann jeweils die Schnallen, um die Größe einzustellen. Und wir haben hier oben noch einmal zwei, ja, so Laschen, wahrscheinlich um die Wickeltasche am Kinderwagen befestigen zu können. Die kann man dann schön hier einhängen. Und wir haben hier noch mal einen Tragegriff, der ist doppelt, den man hier auch noch mal mit einem, ja, Knopf verschließen kann. Und dann kann man den Rucksack wunderbar transportieren. So, ja, wir haben jetzt hier ein-, zweimal so ein bisschen den Faden rausstehen. Ich weiß nicht, ob man es an der Kamera erkennt. Ist jetzt kein Weltuntergang, kann man mit dem Feuerzeug wegmachen. Fertig. Wir haben hier an der Seite eine Tasche, die mit so Gummizügen ist, wo man beispielsweise einen Regenschirm reintun kann oder vielleicht auch eine Trinkflasche. Dafür sollte die ausreichen. Und wir haben auf der anderen Seite das gleiche noch einmal. Und ansonsten haben wir jetzt keine speziellen Taschen mehr. Doch, wir haben hier noch was ziemlich Cooles. Und zwar haben wir hier noch eine, seht ihr es? Eine USB-Buchse nach außen. Das heißt, man könnte hier jetzt auch das Smartphone reinlegen und könnte das Ganze hier laden lassen. Oder eine, ja, was ist das sonst, ein Flaschenwärmer oder sonst was, hat irgendein Gerät, das quasi mit USB geladen werden muss, hat man hier einen schönen Anschluss dafür. Das ist schon mal relativ cool. So, wir haben jetzt hier einmal das Ganze geschlossen. So, wir haben hier vorne ein Fach mit verschiedenen flexiblen Fächern. Die sind hier innen drinnen nochmal mit so einer Thermofolie gemacht. Auch da kann man wieder wunderbar die Babyflaschen reinstellen und diese bleiben somit im Idealfall etwas länger warm oder kalt, wie man es eben haben möchte. Und wir haben hier nochmal ein großes Hauptfach. Dann haben wir hier im Innenbereich soweit nichts mehr. Und wir kommen auch schon zum Innenleben des Rucksacks. Aber wie gesagt, eine coole Funktion kommt ja jetzt gleich noch. So. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier ein Gestänge und so eine Art Unterlage, Matratze. Dazu gleich mehr. Und jetzt im Innenbereich hier hat man nochmal
einmal, zweimal hier so Seitentaschen und eben eine Tasche hier nochmal innen an der einen Seite und an der anderen Seite das gleiche nochmal. Das sind auch so flexible Taschen, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Und eben ein großes Fach, wo man beispielsweise Boxen oder irgendwie Tupperdosen reinhauen könnte. Das Tablet, iPad oder sonst was findet hier drin einmal Platz. Und jetzt sollten wir eigentlich zur Spezialfunktion dieses Rucksacks kommen. Dafür öffnen wir jetzt einmal noch den zweiten Reißverschluss. Ja, und diese Spezialfunktion werde ich euch gleich jetzt mal demonstrieren. Und zwar muss man dazu den Reißverschluss, jetzt habe ich es, hier unten rum einmal komplett öffnen. Und jetzt kann man diesen Rucksack auseinanderziehen. Wartet mal, hier haben wir auch noch eine Schnalle. So, und jetzt wird aus dem Rucksack gleich was ziemlich Cooles. Ich zeige euch das. Wir bauen es einmal zusammen. So, und zwar werden jetzt diese Gestänge, die ich euch gerade gezeigt habe, die werden jetzt einmal hier einfach miteinander verbunden. Und dann habt ihr hier an der Seite, wo man den Rucksack aufmachen kann, einen kleinen Reißverschluss. Da wird das Gestänge einfach eingeschoben. Wird hier oben reingesteckt und der Reißverschluss wird hier oben wieder verschlossen. Und jetzt könnt ihr den Rucksack, wie ihr sehen könnt, hier einmal so quasi hinstellen als Unterlage. Und dann legen wir noch hier die Matratze ein. Und schon habt ihr eine mobile, ja, ich nenne es jetzt mal Wickelstation oder ein mobiles kleines Bettchen, wo das Baby eben sich nicht mal schnell rausrollen kann. Also die Idee fand ich eben bei diesem Rucksack ziemlich cool. Und somit habt ihr hier wirklich immer die Möglichkeit, überall, wo ihr seid, das Teil eben mitzunehmen. Hinzustellen, hat auch einen relativ stabilen Halt. Also natürlich ist es jetzt nicht tausendprozentig und ihr solltet das Kind um Gottes Willen immer auch im Auge behalten, wenn ihr es irgendwo auf einen Wickeltisch in diesen Rucksack wickelt. Aber beispielsweise, wenn man unterwegs ist und das Kind einfach mal zum Schlafen wohin legen möchte, wo es eben nicht fallen kann, aber halt dann einfach auch hier an Ort und Stelle bleiben soll, ist das eine ziemlich, ziemlich praktische Sache, vor allem für den Preis von knapp 20 Euro. Wir messen jetzt einmal nach und zwar sind wir hier bei knapp 70 cm hier in der Länge. Also da müsst ihr jetzt dann selber ausrechnen, wie groß euer Baby aktuell ist und ob sich das noch rentiert. Und wir haben rund 26, 27 cm in der Breite. Also da gibt es mal gar nichts. Ich denke mal, da passen die meisten kleinen Kinder noch wunderbar rein. Und jetzt habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, hier einmal einen kleinen Sonnenschutz euch hinzukletten. Das heißt, auch hier hat man dann eben bequem die Möglichkeit, wenn die Sonne recht arg scheint, das Kind ein bisschen in den Schatten zu legen. Und das waren im Endeffekt jetzt schon die ganzen Spielereien, die dieses Teil hat. Wie gesagt, diese Teleskopstange und die Matratze könnt ihr auch drinnen lassen. Die kann man hier auseinander trennen, dann kann man den Rucksack wieder zusammenfalten und hat quasi die ganz normale Größe, wie man es eben als Rucksack kennt und dass sie halt auch relativ wenig Platz wegnimmt. Genau, ansonsten gibt es jetzt hierzu nicht mehr allzu viel zu sagen. Der Rucksack ist jetzt eben aufgebaut und kann auch so in die andere Richtung praktisch wieder zerlegt werden. Und ihr habt jederzeit hier ein kleines Baby-Reisebettchen dabei. Ja, und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.